Und damit einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham Asylum. Ich glaube, da möchte ich nicht runter. Ja, da möchte ich nicht runter. Na gut, dann nicht. Gehen wir hier durch die Tür und nach draußen. So, jetzt sind wir relativ weit oben wieder rausgekommen. Ah ja, genau, jetzt geht das los mit dem Scharfschützen. Ding-dong! Hier ist wieder Joker! Lasst euch den Kehrfledermaus keinen Traum! Ich habe auf den Hintergrund Überraschungen vorbereitet, falls ihr sie dazu entschließen solltet, uns den Spaß zu verderben. Oh, und wenn ihr in der Dunkelheit einen Schuss hört, keine Angst! Es besteht kaum ein Risiko, dass ihr verletzt werdet. Ich bin hinter der Fledermaus her. Naja, vielleicht wollt ihr noch eure Krankenversicherung überprüfen. Obwohl, ihr habt ja gar keine! Scharfschütz. Sieht aus, als ob diese Verbrecher aus Blackgate Zugang zur Waffenkammer haben. Ja, sieht ganz so aus. So, dann schalten wir auch den zweiten Scharfschützen aus. Halt, nein, jetzt nicht. Jetzt kommen wir genau in diese Richtung gelaufen. Natürlich kriege ich von hier aus nicht analysiert. Und hoch da! Hallo, das runterklettern. Und ausschalten, sehr gut. Gibt's hier was? Nein. So, was haben wir denn? Da haben wir 4 Gegner. Sonst haben wir nix. Nein, aus. Oh, fuck. Lauf ihn zum Boden und handle auf seinem Gesicht rum. Der trammelt auf meinem Gesicht herum. Ich dagegen. Maximal 8. Ich stelle mich einfach kurz blöd an. Variationsbonus. Immerhin, immerhin, immerhin. Hatten wir hier eigentlich schon die Karte? Ja, hatten wir. Dann wissen wir, dass da hinten was ist am Tor, aber ich glaube, da kommen wir eh noch nicht ran. Das hatten wir ja schon bei der Schaukel. Tweedledee und Tweedledoo haben wir ja freigeschaltet. Genau, das ist nämlich da oben drin. Hinter dem... hinter der Sicherheitsbarriere. Nennen wir es einfach mal so. So, hier ist ein Rittblatt. Trophäe. Du verdienst meinen Respekt, Detektiv Dunkler. Wenn du so weiter musst, darfst du mir helfen, meine Socken zu finden. Und hier haben wir wieder mal ein Chronik von Arkham. Als Gothams Venen sich mit Schmerz und Leiden füllten, konnte man die Auswirkungen überall spüren. Mein Vater starb zuerst, von einer widerlichen Krankheit befallen. Meine Mutter lebte weiter. Aber nur in einem Wachtraum. Ich kehrte in unser Haus zurück, wo ich mich um meine pflegebedürftige Mutter kümmerte, solange ihr Körper noch atmete. Wegen ihrer Tränen konnte ich nachts nicht schlafen. Okay. Ich hab nicht so wirklich, Ahnung. Was uns der Verfasser dieser Zeilen eigentlich mitteilen will. So, da oben haben wir übrigens wieder so eine Fläche, wo wir nicht rankommen. Da müssten wir eigentlich Explosivgel auftragen, aber nicht von hier aus.
Wahrscheinlich bekommen wir später irgendwann mal einen Raketenwerfer. Kein Schimmer. Kein Schimmer. Aber auf alle Fälle jede Menge Geheimnisse noch drin, ne? Und irgendwie zeigt er hier noch verdammt viele Geheimnisse an. Ach, wahrscheinlich ist eins hier drin. Ja, hier genau drauf. Irgendwas soll da oben noch sein? Moment. Das haben wir gleich, das haben wir gleich. Das schaue ich mir mal näher an. Also nochmal. Ja, da drüben ist die Villa, da wollen wir gleich hin. Im Prinzip sind das, sind wahrscheinlich beide dann da unten drinnen. Na gut, dann gehen wir jetzt mal darüber. Nach Arkham Ost. Ach, guck mal. Das war das Falsche. Wie sieht das eigentlich aus mit den Zähnen hier in der Riddler-Herausforderung? Bum, 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 bum. Wir brauchen 10 Stück. Sehen wir der Wahrheit ins Auge. An der Wand sind zwei identische Stellen. An der Wand sind zwei identische Stellen. Wahrscheinlich muss ich irgendwo eine Wand finden mit zweimal H wie Dent. Ne? Wie Dent. Dische Stellen. Mal sehe ich es, mal du nicht. Mal sehe ich es, mal du nicht. Toll. Toll. Und hier ist irgendwo noch Patientengesprächsband. Okay. Aber alles zu seiner Zeit. Oh, ich glaube, die haben... Echt jetzt? Da komme ich nicht wieder hoch? Du wirst... Mach doch mal! Ich... Was zum... Der hat doch vollkommen daneben gehauen. Ich weiß zwar nicht, wie er mich blockt, aber er tut es. Ich mag es nicht, hier auf damit. Hey, 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 hey. 13. So, jetzt sind wir vorsichtig durchgekommen. Da hat... Ah ja, hier würde ich hochkommen. Auf der anderen Seite nicht, das ist ja super. Ich verliere die Männer so schnell, dass ich gar nicht mit dem Ziel nachkomme. Ich wette, die Fledermaus ist hier. Ich habe zwei Männer auf dem Wachturm, die dir Deckung geben können. Aber sei vorsichtig. Sie schießen sofort. Ihnen juckt es geradezu in den Fingern. Und du weißt ja... Ja, ja, die rückt's im Finger. Das ist schön. So, was haben wir hier? Nichts. Da kommen wir noch nicht durch. So, dann versuchen wir mal darüber zu kommen. Da ist ein Patientenband. Ich
Puh, das wird schwierig. Das sind genau zwei Scharfschützen direkt über dem Eingang. Und sondieren die Lage. Hallo. Du könntest jetzt wieder deinen Standort wechseln oder so. Ah. Anstaltsleiter Joker wird gerne mitteilen, dass ab heute alle Aufseher in Arkham wegen finanzieller Einsparungen gefeuert sind. Ja, feuere mal alle Aufseher, ich bin ja noch da. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 20. Joker ist interessanter, als ich dachte. Wenn das Projekt Titan einsatzfähig ist, wäre Joker das perfekte Versuchskaninchen. Guten Tag. Heute dachte ich, dass wir zu unseren früheren Gesprächen über deine Familie zurückkehren. Natürlich. Ich wurde in einem kleinen Fischerdorf geboren. Ich wollte immer zum Zirkus, aber mein Vater ließ mich nicht. Ich glaube dir nicht. Mein Vater war Bulle. Er stand eine Woche vor der Pensionierung, als der Mord... Ich habe den Film gesehen. Wovor hast du Angst? Angst? Ja, Angst. Da gibt es offensichtlich etwas. Etwas, das dich zu dem gemacht hat, was du bist. Was? Was, wenn ich zu viel Angst habe, um mich zu erinnern? Es tut mir zu sehr weh. Dann kann ich dir helfen. Man kann den Joker nicht heilen. Er spielt mit jedem, der es versucht. So, was haben wir hier sonst noch so? Komme ich da lebend rüber? Der ist verstorben. Botanische Gärten. Ah, da ist doch bestimmt später Poison Ivy drin, ne? Und die Tür ist offen. Was? Joker hier. Wer zum? Was? Ach! Entschuldigung! Ich wollte dich nicht angreifen. Was passiert da draußen? Joker hat die Kontrolle übernommen. Seine Crew rastet gerade aus. Ist der Ort sicher? Ja. Keiner darf rein oder raus. Willst du vielleicht, dass ich mit dir komme? Nein, bleiben Sie hier. Ich arbeite besser allein. Gut. Ich meine, viel Glück da draußen. Sehr gerne, vielen Dank. Das da hinten, sind das Männer vom Joker oder sind das weitere Wachen? Ah, das sind weitere Wachen, okay. Ah, in den botanischen Gärten komme ich erst rein, wenn ich dann dieses... das Tool habe, um diese Tore zu öffnen. Solange ist hier also nichts. Dann gehen wir doch mal wieder raus. Das Erbe des Insel wurde gründlich schon endgültig. Oh, das weiß ich, wo das ist. Das ist hier drüben. Hier drüben ist nämlich ein Friedhof. So, und zwar das Grab von dem, ne? Aber die ist Arkham, ja. Charakterbiografie, aber die ist Arkham. Der Gründer des Elisabeth Arkham Anstalt, einer psychiatrischen Anstalt für geisteskranke Kriminelle. Der wurde am Ende an seine eigene Anstalt eingewiesen, weil er Dinge getan hat. Da hinten ist noch eine Trophäe. Ja, damit. Und ansonsten gibt's hier erstmal nichts. Komm ich hier vielleicht unbeschadet an den Scharfschützen vorbei? Das sieht jetzt gar nicht mal so verkehrt aus. Ja, sehr gut. Perfekt. Oh, da ist was zum Sprengen. Das ist bestimmt eine Trophäe drunter. Hallo. Einer von euch wird bestimmt nochmal hier rüberkommen.
Ich kann den ganzen Abend rumhängen. Joker hier. Jetzt, wo ich die Kontrolle habe, würde ich gerne eure Meinungen zu diesem Ort hier hören. Ich bin besonders stolz auf das Depot. Ja, was soll ich da? Ich hoffe, es hilft euch allen dabei, produktiver zu werden, was die Gestaltung der Übernahme. Ja, komm rüber. Komm her. Komm her. Get over here. So, der hat nichts mitbekommen. Vor allem nicht, dass ich gerade zu Gebühr klettere, kommt er nicht mit. Und wird ausgeschaltet. Und wird erstmal tief. Das sah auf alle Fälle schmerzhaft aus. Wow. War hier oben was? Ah, da oben noch mal. Gitter. Eine richtige Trophäe, sehr gut. Ja. Sonst noch was? Komme ich hier durch? Oh, ich kann einfach drüber klettern. Sehr gut. Sehr gut. Da kann ich mich hoch katapultieren. Machen wir das doch mal. Hier. Du siehst so prominent aus. Ah, guck mal. Einer an. Ach, was für ein schöner Ausblick auf Gotham. So, und da hoch kann ich auch. Was haben wir denn hier? Noch eine Ritter-Trophäe. Hier könnte ich einfach raushopsen. Wer wieder nach ist? Ist wieder nach? Mal gucken. Oh, hier kann man nicht raushopsen. Doch, kann man. Yay. Das war wohl keine so gute Idee. Glaube ich. Nichts? Ach komm schon, das muss doch irgendwas, irgendeine Bewandtnis haben. Einfach nur, dass man hier dran vorbeilaufen kann. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Das ist mir ein bisschen wenig. Eine Trophäe und ein sehr ausgiebig, ein sehr ausgiebiges Dach. Was? Warum ist hier ein Gitter noch im Bild? Moment. Nein. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier ein alternativer Weg in die Villa rein ist, aber sieht nicht so aus. Ach, vielleicht hätte ich von hier aus auch auf die Scharfschützen draufhopsen können. Oder? Sieht fast so aus. Ja, ich hätte auf die Scharfschützen draufhopsen können. Hallo Jungs, ich bin's mal wieder. Bitte denkt dran, euch gut um all unsere Geister zu kümmern. Tod. Na gut. Ja, komm ich da rum? Nee. Langweilig. Da komme ich hoch. Noch mehr Dach. Aber auch irgendwo ist eine Alternative, um da auf das Vordach zu kommen. Gut, dann gehen wir erstmal da rein. Hinein in die Villa. Doch bevor wir durch diese Tür gehen, machen wir wieder eine kleine Pause. Ich hoffe, es hat bis hierhin gefallen. Falls ja, sehen wir uns garantiert morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.